Martinus-Pfarrkirche ist ein altes Gebäude, in dem der griechische Ritus zelebriert wurde. Laut der Tafel auf dem Eingangsportal wurde es im Jahr 1596 wieder aufgebaut. Ihre barocke Prächtigkeit beweist die große Gewandtheit der Meister aus Nardò. Sie waren tüchtige Steinmetze der Stadt, die die sogenannte Pietra Leccese, den Leceser Tuffstein, bearbeiteten. Das Innere der Kirche ist auserlesen. Es hat die Form eines lateinischen Kreuzes, drei Kirchenschiffe und eine hölzerne Decke aus dem 18. Jahrhundert. Hier kann man die Vollkommenheit und die Schönheit des Barocks des 17. und 18. Jahrhunderts und prächtige Gemälde bewundern. Die Kirche der unbefleckten Empfängnis, auch als Kirche der Bruderschaft bekannt, ist ein barockes Gebäude aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das Innere hat ein einziges rechteckiges Kirchenschiff mit Gewölbe, mit Stuckarbeiten und Gemälden, die mit wunderschönen Blumenmotiven verziert sind. Diese wunderbaren Gemälde weisen alle auf den prunkvollen Hauptaltar hin, der reich an barocken Elementen ist. Entlang der Traiana-Calabra-Straße, auch als alte Straße von Lecce bekannt, gibt es eine kleine ländliche Kirche der Madonna Assunta gewidmet, die im Jahr 1727 von den Meistern Margoleo errichtet wurde. Die Vorderseite ist von einem fein behauerten Giebel charakterisiert. Darüber steht die Statue der Jungfrau aus Leceser Tuffstein. Architektonisch und stilistisch wertvoll anzusehen ist der Monumentalfriedhof von Martano. Im Inneren stehen elegante private Kapellen, die der letzten Ruhestätte dienen, die auf das Ende des 19. Jahrhunderts und dem Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Architektonisch absolut bedeutend ist die aus dem Jahr 1721 stammende Kapelle der Madonna der Engel.